Märchenhaft wandern in Drevenack, Krudenburg und Haus Schwarzenstein. Unterwegs zu sagenhaften Orten im Ruhrgebiet. Eine Tour aus dem Klartext Verlag. Heimat entdecken im schönen NRW. Ja, hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander unterwegs. Und willkommen endlich wieder Naturcontent zu unserem Sonntagsspaziergang in Hüngse zwischen Drevenack, Krudenburg und Haus Schwarzenstein. Wenn ihr Lust habt, seid mit dabei, kommt mit. Wunderschöner Niederrhein. Die Lippe-Landschaft ist ein Erlebnis. Mystisch, sagenumwogen und historisch. Es gibt viel zu entdecken. Und da sind wir schon in Krudenburg, mitten auf der Römer-Lippe-Route. Und hättet ihr es gewusst, das ist ein historisches, mittelalterliches Fischerdorf. Und Krude, Krudenburg, was heißt das wohl? Habt ihr eine Idee? Das alte Fischerdorf Krudenburg ist eng mit der Lippe verbunden. Hier zogen die Pferde auf den Treidelwagen, die Segelschiffe flussaufwärts. Noch heute erzählt der Hüngser Ortsteil Krudenburg von der großen Bedeutung der Lippe. Ja, ganz genau. Krudenburg, Krude, kommt von Kröte. Krötenburg, hier sind wir am Froschbrunnen. Die Krudenburg von 1363 ist ein ehemaliger Rittersitz und Kern des heutigen Ortes. Von der einstigen Burganlage ist heute noch ein zweigeschossiger Turm erhalten. Ein Wohnhaus sowie Reitstallungen stehen heute auf den historischen Grundmauern. Hinter mir seht ihr die typischen Kopfweiden für den Niederrhein. Und so wie es aussieht, hat hier mal ordentlich der Blitz eingeschlagen. Ist ja auch weit und breit hier auf weiter Feld und Flur. Muss man schon Schutz suchen. Ja, und wo wir gerade dabei sind, natürlich keinen Schutz suchen unter einem Baum, sondern nehmt einfach die Gewitterschutzposition in tiefer, gebückter Haltung ein. Also hockt euch hin, Füße zusammen, richtig zusammenkauern und dann warten, bis es vorbei ist, aber niemals unterm Baum Schutz suchen. Guten Tag. Hallo. Servus. Gut auf. So, wieder mit dabei, der Tipple Buddy on Tour. Endlich wieder. Natur pur. Natur pur, der weiter geht's. Mit dem Potternander Papa. Guten Tag, Herr Lutz. Glück auf. Glück auf. Jetzt fast die wichtigste Person hier. Das ist meine Mama. Man sagt ja, ich sei der ähnlich. Naja doch. Jetzt schreib mir mal in die Kommentare. Weiß ich ja doch. Sehe ich der Mama oder den Papa ähnlich? Der Mama. Ja. Jetzt aber genau kommentieren, bitte. Was sagst du dazu? Tja, ich sag mal, du bist tief in unserer Familie verwurzelt. Vielen Dank. Ja. Die Annika ist auch dabei. Hi. Na? Der Papa hat übrigens gesagt, ich sehe den Papa ähnlich. Nein, du siehst der Mama ähnlich. Ich stecke unter einer Decke. Sie ist auch wie deine Mutter. Ach. Du bist auch wie deine Mutter. Bin ich nicht. Und natürlich befinden wir uns auf dem Hohen Marksteig hier am Wanderparkplatz Schwarzenstein. Die Burg Schwarzenstein wurde erstmalig 1348 erwähnt. Allerdings sagte man damals Schwertsten, also Schwertstein. Und Ritter waren die ersten Burgherren. Die Lippe bot der Burg einen natürlichen Schutz vor Übergriffen, sowie die zusätzlichen Wassergräben. Stallungen, Brauhaus und Schäferhäuschen gehörten damals zum Besitz und Ritter wechselten, bis es an einem bürgerlichen Besitzer verkauft wurde. Heute ist nur noch der Turm aus dem Jahr 1571 erhalten und ein neues Herrenhaus ist auf den mittelalterlichen Mauern errichtet worden. Außerdem gibt es hier ein bäuerliches Langhaus mit Wohnung, Stallung und Scheune zu bestaunen, die uns die traditionelle Bauweise eines Hofes aus dem 18. Jahrhundert veranschaulicht. Es gehört zu den wenigen erhaltenen Langhäusern am unteren Niederrhein und beherbergt heute den Rheinisch-Westfälischen Schleppjagdverein. Absolutes Paradies für Reiter hier. Wahnsinnig tolles Gelände, mitten im Wald. Sehe ich immer wieder hier Hindernisse.
Einfach so mittendrin. Ist aber ein echt tolles Areal hier, wie mir scheint. Wer da Näheres zu weiß, der kann mir mal gerne Bescheid sagen. Ansonsten ist das hier sicherlich ein Paradies für Reiter. Ja, wieder so ein besonderer Ort. Hier eine kleine Lichtung, wo 6 Wege aufeinandertreffen. Sieht beeindruckend aus, völlig. So, und da sind wir auch schon wieder in Drevenack. An der wunderbaren Dorfkirche hier. Und an dieser Stelle darf ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, nach langer Zeit endlich mal wieder etwas Wanderbares, wieder Natur bei Potternander an diesem wunderschönen Sonntag. Und damit sage ich auch bis zum nächsten Mal. Vergesst das rausgehen nicht. Bis dahin, euer Strömi von Potternander. Ciao. Und der Tippel war die Hazel. Tschüss.